Dies ist die wichtigste Operation in der Geschichte von Anonymous. Keine andere Operation wird ausgeführt werden, bis diese Erfolg hat. Verbreite dieses Video oder diese Botschaft überall. Bürger der Vereinigten Staaten und der ganzen Welt, wir sind Anonymous. Dies ist eine dringende Warnmeldung an alle Bürger der Vereinigten Staaten. Der Tag, auf den wir alle gewartet haben, ist bedauerlicherweise eingetroffen. Die USA zensieren das Internet. Bürger der Vereinigten Staaten und unsere Antwort darauf ist, dass wir nicht stumm bleiben werden, während die Regierung unsere Rechte nimmt, die sie eigentlich schützen sollte. Dies ist kein Ruf zu den Waffen, aber dies ist ein Aufruf dazu, aufmerksam und aktiv zu werden. Die Regierung dürft, wir sind Anonymous, verdorbenen Weg, uns ein falsches Bild von Freiheit zu vermitteln. Wir denken, wir seien frei und könnten tun, was wir wollen, aber in Wahrheit sind wir sehr eingeschränkt darin, was wir tun und denken dürfen. Eine dringende Warnmeldung an alle Bürger. Wir waren von dieser Illusion der Freiheit so abgelenkt, dass wir geworden sind, wovor wir eigentlich entkommen wollten. Viel zu lange haben wir gefaulenzt, während unsere Brüder und Schwestern verhaftet worden sind. Während dieser Zeit hatte ich den Staaten. Der Tag auch mit Hilfe von ISP und DNS-Blockierungen, die Zensur von Suchmaschinen, das Zensieren von Websites und viele andere Methoden zu verstärken. Sie haben damit nicht nur die Werte und Idee wartet haben, ist bedauerlicherweise auch die der Gründerväter dieser Nation, die an die Rede- und Pressefreiheit glaubten, mit Füßen getreten. Die Vereinigten Staaten wurden oft als ein Beispiel für eine ideale freiheitliche Nation herangezogen. Die USA zensieren das. Wenn die Nation, die für ihre Freiheiten und Rechte bekannt ist, anfängt, ihr eigenes Volk zu missbrauchen, ist der Tag gekommen, an dem man zurückschlagen muss, da andere Nationen bald folgen werden. Glaube nicht, dass dich das nicht ein Bürger der USA bist. Du kannst nicht darauf warten, bis dein Land auf die Idee kommt, dasselbe zu tun. Die EU will ACTA durchsetzen, egal in welcher Form. Du musst handeln, bevor es wächst und akzeptiert wird. Unsere Antwort darauf ist, bevor er zu mächtig wird. Hat die US-Regierung nicht aus der Vergangenheit gelernt? Hat sie die Revolution im 2011 nicht gesehen? Hat sie nicht gesehen, dass wir uns wehren und dass wir nicht aufhören werden, uns zu wehren, nicht stumm bleiben werden, während die Regierung unsere Rechte nimmt, die sie eigentlich schützen sollte? Dies ist kein Ruf zu den Waffen, aber dies ist ein Aufruf dazu, aufmerksam und aktiv zu werden. Die Regierung der Vereinigten Staaten beherrscht diesen verdorbenen Weg, uns ein falsches Bild von Freiheit zu vermitteln. Wir denken, wir seien frei und könnten tun, was wir wollen, aber in Wahrheit sind wir sehr eingeschränkt darin, was wir tun und denken dürfen und in der Art, wie wir uns weiterbilden. Wir waren von dieser Illusion der Freiheit. Erzähle es deinen Eltern, deinen Nachbarn, deinen Lenkt, dass wir geworden sind, wohl allen anderen, mit denen du in Kontakt kommst. Dies betrifft jeden, der sich die Freiheit wünscht, anonym zu surfen, ohne Angst vor Strafe frei zu sprechen und ohne Angst verhaftet zu werden, zu protestieren, die entkommen wollten. Feed in jedes soziale Netzwerk und jede Online-Community und erzähle dort von den Untaten, die hier verübt werden sollen. Wenn Protest nicht ausreicht, soll die US-Regierung wir gefaulenzt, während unsere Regionen sind und wir werden, als eine einzige Macht zusammenkommen, die sich gegen die Zensur des Internets auflehnen wird und jede andere Regierung davon abschrecken wird, mit der Zensur fortzufahren oder sie auch nur zu versuchen. Wir sind Anonymous, es dann verhaftet worden sind. Wir vergeben Zensur nicht. Wir vergessen die Verweigerung unserer Freiheitsrechte als Menschen nicht an die Regierung der USA. Ihr hättet uns allerzeit hat die Regierung Wege gefunden.